So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Kennt ihr schon die Mario-Pizza? Kennt ihr die Wario-Pizza? Das sind zwei Pizzen, die gab es mal in der Vergangenheit von Pizzatainment Presents. Die haben wir schon getestet. Was ich nicht verstanden habe, die Mario-Pizza, die war ja rot, ja, der Karton. Und das Wario, das war ja eher so gelblich, lila irgendwie. Und Wario und Waluigi, das war eine Vier-Käse-Pizza. Mario und Luigi war eine Triple-Salami-Pizza. Ich hatte zuerst die Käse getestet. Fand die ganz okay, aber auch nicht so krass besonders. Hab mich mega auf die Triple Salami gefreut und war da komplett enttäuscht, weil da waren auch so süßliche Perlen drauf und so Toppings, was halt einfach so einen süßen Sweet Pickles stand da, glaube ich, so einen süßen Geschmack gemacht hat, der für mich absolut da nicht dazu gepasst hat. Ich hätte ja eine kräftige, herzhafte Sodde für die Bösen gemacht, also Wario und Waluigi mit der Triple Salami und schön cheesy Käse für alle Kinder Mario und Luigi. Jetzt haben die das vertauscht, haben das so gemacht und es gibt eine neue Pizza. Die wurde letztens im Fanchat schon gezeigt und zelebriert. Erstmal haben wir auch wieder einen roten Karton. Das erinnert also an Mario und Luigi in ihrer Triple Salami Pizza. Aber das ist nicht Luigi, das ist Prinzessin Peach. Und ich krieg nichts mit, aber die wird wohl jetzt irgendwie ein eigenes Spiel auch bekommen, wo viele Leute sich drauf freuen und sagen, das wollen sie unbedingt haben. Das ganze Ding ist wieder fett mit 429 Gramm. Wieder natürlich von Pizzatainment. Your favorite pizza plus entertainment. Und das ist die Sorte Ham-tastic with triple cheese. Ist also eine Schinkenpizza. Mit dreifach Käse, also irgendwie kombiniert. Und da freue ich mich, weil die Peach, das ist halt einfach ein Schinken. Ne? Die Dame wird als Schinken irgendwie deklariert. Finde ich lustig, weil bei Resident Alien, was ich gerade gucke als Serie, als der im Bett gelegen hat mit der einen Frau, hat er auch gesagt, sie fühlt sich an wie ein Schinken. Ein lebensgroßer, überdimensionaler, warmer Schinken. Und er kann jetzt noch den Schinkenatem riechen, als sie neben ihm lag. Und das ist jetzt die Prinzessin Peach. Und das ist deswegen auch eine Schinkenpizza. Ja, wieso aber immer? Mit Entertainment. Du kannst gewinnen. Jedes Mal kannst du gewinnen. Wieder hier eine Nintendo Switch. Das Spiel mit dem Schinken kannst du auch gewinnen. Und ja, wie findet ihr das Design? Es fällt auf jeden Fall erstmal auf. Es spricht sicherlich jüngere Zuschauer an. Oder halt Leute, die gern Pizza essen und sagen, sie wollen mal was ganz anderes. Ham-tastic und Triple Cheese. Klingt auf jeden Fall interessant. Wir werden jetzt erstmal die Pizza hier rausholen. Die gab es ja eigentlich schon länger oder wurde schon länger angekündigt. Ich habe sie bisher noch nie gesehen. Jetzt waren die anderen Sorten im Netto, in der Werbung, im Prospekt. Die hat man nicht gesehen, aber die anderen Sorten kamen zurück ins Prospekt. Und dann habe ich gesagt, weil Pupsi hat mir das gezeigt, vielleicht gibt es ja auch die. Wenn die anderen da sind, gibt es die dazu. Vielleicht kommt das ja zurück, weil das halt jetzt wieder da ist. So. Pupsi rennt rein, sagt, liegt nichts drin. Ich gehe zur Verkäuferin. Wo liegt's? Die sagt, da hinten. Sind wir nochmal hin, haben geguckt, lag sie wirklich da. Die haben jetzt also die Wario, die Mario und die Peach Pizza wieder im Netto gehabt. Bei uns müsst ihr mal gucken, heute ab Montag. Ich werde dieses Video heute am Montag auch direkt aufnehmen, auch direkt hochladen. Dann kommt es halt wieder vor Chill mit Ramses. Aber das ist egal, ich will ja, dass ihr genau Bescheid wisst, dass es jetzt wieder die Super Mario Pizza gibt oder die Wario und Waluigi Pizza. Ah, die Schatz ist auch da. Die Pizza sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus. Wir können euch auch diese Seite mal hier zeigen. Dann seht ihr nämlich direkt hier die riesengroßen, also relativ großen Schinkenstückchen, Kochschinken, aber auch noch kleine Schinkenstreifen mit drauf. Dann haben wir hier Käse in Streifen. Wir haben Käse gestreut als kleines Topping und wir haben hier Käse Pfropfen. Nein, Adi Schatz, nicht die Pizza. So, also das haben wir auch noch. Käsekleckse mit Schinken. Die werden wir jetzt erstmal in den Ofen hauen. Adi Schatz, guck mal, Peach.
Die werden wir jetzt erstmal in den Ofen hauen, dann holen wir die wieder raus und dann gucken wir mal, ob noch was übrig ist oder Adi nicht schon alles gegessen hat. Die ist halt jetzt nicht mehr gefroren, die ist halt jetzt komplett weich und latschig, aber das heißt, die ist dann schneller fertig und das finde ich richtig gut. So, die Pizza ist jetzt fertig. Sah eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Sieht jetzt nicht mehr so gut aus, vor allem, weil ich sie jetzt schon geschnitten habe. Das ist die Pizza. Ah, die nein. Das ist die Pizza. Fürs Thumbnail muss ich den Karton nochmal neben mich halten und die Pizza irgendwie hier reinhalten. Ah, die nein. So, jetzt schnell versuchen. Da ist doch schon wieder der Kopf, ich seh's doch. Ich will es euch mal kurz von der Perspektive zeigen. Ich habe es jetzt nämlich geviertelt, weil ich Pupsi auch gleich ein Stück rüberbringen möchte. Also, das sieht eigentlich, sieht das doch ganz gut aus, oder? Ich hoffe, die hat jetzt einen richtig guten Schinkengeschmack und ist dann nicht so fettig, wie die Salami war und ist dann nicht so süß, wie die Käse war. Denn da habe ich einen Fehler vorhin erzählt. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Die Triple Salami fand ich sogar einigermaßen gut. Und die Käse fand ich nicht gut. Vorhin habe ich gesagt, die Käse war okay, die Salami war ich enttäuscht, weil die so süß war. Es war genau andersrum. Triple Salami war sehr fettig, aber irgendwie okay. Mir wäre eine Ja-Salami, eine Ja-Edel-Salami aus dem Rewe noch lieber, auch preislich und so. Aber die Käsepizza, die Käsepizza, 4 Käsepizza, die hatte diese Sweet Sprinkles auf der Pizza drauf, weshalb die einfach nach Käse und total süß geschmeckt hat. Das war nix. Hier ist jetzt einfach nur Triple Cheese und Schinken drauf. Ich gebe kurz ein Stück rüber und kann euch gleich sagen, wie es Pupsi schmeckt und dann probiere ich auch. So, jetzt bin ich wieder zurück und es ist was passiert, was ganz selten passiert. Ich habe nur noch die halbe Pizza da. Ich wollte eigentlich nur ein Stück rüberbringen, mal zum Probieren. Sie sitzt da und ich habe gedacht, gut, wie immer, ist nix, ne? Und dann sagt die schmeckt gut. Das ist die beste Mario-Pizza von den dreien, die sie getestet hat, die sie probiert hat. Und der Teig ist auch schön weich und so, findet sie gut. Ist auch nicht zu viel Teig, also der Boden. Und sie würde sie sogar nochmal kaufen. Die hat 3,99 Euro gekostet. 4 Euro für eine Tiefkühl-Schinkenpizza. Ich habe sie jetzt noch nicht probiert. Ich probiere die jetzt mit euch. Ich habe die wieder so gemacht, dass sie hier so runterhängt. Manche sagen, das ist noch nichts, die muss noch länger, die muss richtig steif sein, dass die so steht. Ich mag die halt immer, wenn ich weiß, dass die so lapprig noch ein bisschen ist. Jetzt machen wir das mal hier zusammen. Warum müssen die Deutschen immer die Pizza rollen? Genau, man weiß es nicht genau. Ich sehe auf jeden Fall, dass der Teig sehr krümelig ist. Ich fasse einmal hier dran und sehe aus, als hätte ich am Strand irgendwie gespielt, im Sandkasten oder irgendwo. Alles krümelig, alles mehlig. Aber der Schinken schmeckt gut, ja. Muss ich sagen. Ich muss noch mal reinbeißen. Ich brauche noch mehr, vor allem hinten den Rand. Der ist auch sehr weich, sehr fluffig. Und mit einer kleinen Käsenote dazu. Und noch mal vorne. Und ich glaube, ich muss Pupsi zustimmen. Ich finde auch, das ist die beste von den drei Mario-Pizzen. Salami zu fettig, Käse zu süß, Schinken passt, Schinken genau richtig. Der Boden auch dazu. Ich glaube, ich hatte den Boden sowieso in den anderen Folgen mal gelobt und gesagt, dass der Boden ganz gut ist. Ich habe jetzt hier noch den Rest von dem Stück. Und normalerweise probiere ich das Ganze ja dann auch immer nochmal mit Tabasco, damit es eben nochmal schön würzig ist. Ich habe jetzt gerade keinen Tabasco auf. Was ich aber auf habe, ist hier die Marke Bauer Danakil Hot Sauce mit 2 Millionen Scoville. Wurde ich letztens auch wieder, wie kommt man auf 2 Millionen, hieß es. Auf der Seite steht jetzt 500.000 bis 1 Million. Bei meiner Flasche, das war noch die alte Edition wahrscheinlich, steht 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Das steht hier oben. Das steht bei den neuen Flaschen gar nicht mehr drauf. Die gab es im Shop gar nicht mehr. Und jetzt, als es die wieder gibt, mit vielleicht neuer Rezeptur, haben die weniger Bums. Also ich lüge nicht. Auf meiner Soße steht da richtig was drauf.
Da müsst ihr halt aufpassen, einen kleinen Tropfen. Ihr wisst, ich mag immer Tabasco zu Pizza, weil das immer so eine leichte Essignote hat und eine schöne kleine Schärfe, die so ein bisschen reinbrennt. Was ist denn jetzt da hier? Die ist so dickflüssig. So, da ein, up, ein dicker, fetter Flatschen. Jetzt das Ganze also nochmal mit einer scharfen Marke Bauer Soße. Aber ansonsten finde ich den Schinken richtig gut. Ich esse gefühlt ja nie Schinkenpizza. Immer nur Salami, 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 Edelsalami, andere Salami, scharfe Salami, Peperoni-Salami. Schinken selten, aber Schinken finde ich gut. Für 4 Euro so ein Ding. Wenn du dir wir haben letztens mal bestellt bei einer Pizzeria direkt, da war auch Schinken. Die hat absolut nach nichts geschmeckt. Und dafür hast du hier 6 Euro bezahlt für eine kleine. Hier bezahlst du dann 4 Euro, kannst du jederzeit selber machen. Für eine Schinkenpizza, also vollkommen in Ordnung. Auch wenn die nur aus dem Tiefkühler ist. Der Adi sieht so friedlich aus. Ich beiß mal hier ab, zeige euch dann nochmal einen Adi. Oh, der Mark ist in meinen Mund gekommen. Da ist der Adi. Auf der Prinzessin Peach. Die guckt schon ganz erschrocken, nee, die freut sich, weil der Adi sich hier breit gemacht hat. Oh. Auf der Prinzessin, mit einem Tropfen Soße, wäre das nochmal unglaublich brutal, unglaubliches Highlight. Aber trotzdem, ihr habt eine schöne tomatige Grundierung auf der Pizza. Verschiedene Käse-Varianten, die du wirklich deutlich auch siehst. Dass das hier drauf geträufelt ist, das andere drauf geklatscht, das nächste drauf gelegt. Und der Schinken richtig zart. Von mir, Kaufempfehlung, würde ich auch nochmal probieren, würde ich auch nochmal testen. Mal gucken, falls wir nochmal eine finden. Kennt ihr die? Was ist denn jetzt passiert? Was ist das? Oh mein Gott. Kennt ihr die? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses oder kennt ihr die anderen Mario-Pizzen? Schreibt's rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.